Hey, yo, Leute, willkommen zurück bei Minecraft. Dein Einsatz. Explorer. Genau, und das schon seit über 430 Folgen mit Erfolg. Ja, so. Vielleicht kommst du irgendwann an gute Zeiten, schlechte Zeiten ran mit deinem Minecraft. Geht, glaube ich, nicht, weil die ja wirklich jeden Tag rausbringen. Ich habe ja schon mal versucht, mehr Folgen zu haben wie Gronkh, aber das ging ja genauso wie ich. Ich hol dich ein, kannst du dem schreiben. Hey Gronkh, ich habe mehr Folgen als du. Echt mal, ich bin. Das freut mich, mein Sohn. Ich bin viel cooler. Ich bin besser als du, Gronkh. Das will ich nie behaupten. Ja, manche behaupten es ja, ne? Das ist nämlich keine Behauptung, das ist eine Tatsache. Das ist ja alles Geschmackssache. Du kannst ja auch nicht sagen, ey, die Musik ist scheiße. Ne, das kannst du nicht sagen. Die Musik gefällt dir nicht. Ist ja auch Quatsch. Manche Let's Player gefallen mir überhaupt nicht. Und dann gibt's und andere Leute stehen total drauf, was man auch bei deren Abozahl sehen kann. Ja, da fallen mir auch einige ein, die mir überhaupt nicht gefallen. Creep. Willst du dich bloßstellen offiziell oder? Ich glaube, das käme jetzt hier nicht so gut an. Ach so, wenn du zum Beispiel meinen Namen sagst, dann verstehe. Nein, das wissen schon alle. Aber so andere, ich glaube, das käme mir nicht so gut an. Verpiss dich, grüner Mann! So, Schäfchen, wir müssen noch eine Ebene weitergehen und ihr dürft nicht so viel Gras hier wegfressen, das muss jetzt nachwachsen. Das Problem ist, ich bin, was so Kommentarstil und halt Video machen angeht, bin ich ein sehr wählerischer Mensch. Das heißt, von mir abonniert zu werden, das ist schon eine Leistung. Da kann ich froh sein, dass du mich abonniert hast. Ja, ich habe da einen sehr, ja, pingeligen Geschmack, kann ich mal sagen. Also wenn mir irgendwas Kleines nicht gefällt, dann kriegt er schon kein Abo von mir. Apropos, da kann man ja gleich drauf kommen, wie Frank eigentlich auf meinen Kanal kam, aber wie wir überhaupt Kontakt miteinander hatten. Wie wir zum ersten Mal Kontakt gepflegt haben, Frank. Ach so, ja. Also auf deinen Kanal bin ich gekommen, weil ich unbedingt Paravolt LP sehen wollte. Also ich glaube immer noch der Einzige bin, der es vollständig hatte in Deutschland. Also ja, weltweit. Na, nicht so, bin da nicht so informiert. Ich glaube andere haben es auch mal angefangen. Angefangen haben es einige, aber nie zu Ende gebracht. Und ich bin auch so ein Mensch, muss ich sagen, wenn ich, also ich habe dein erstes Video gesehen und ja, dachte mir, okay, toll. Dann habe ich das nächste gesehen, dachte mir immer noch, okay, toll, so nach dem 20. dachte ich mir, hey, der ist ja ganz in Ordnung, der Typ. Das ist bei mir immer so, also nicht, ich gucke ein Video, boah, abonnieren. Nee, gibt es bei mir nicht. Manchmal gucke ich sogar erst so 50 Videos ohne Abo, gehe ich dann immer wieder auf den Kanal und irgendwann abonniere ich den dann, wenn ich merke, ja, der macht auch wirklich was, was mich interessiert. Also schwierig, mein Abo zu bekommen. Und ich weiß halt, ach, wir gehen mal kurz weg. Mal gucken, ich hoffe, das wächst in der Zwischenzeit hier nach alles. Dann hat mich Frank auf einmal eines Tages dann angeschrieben. Das weiß ich noch. Das war kurz bevor, nee, nachdem du angefangen. Hier fällt ein Glasblock. Nachdem du angefangen hattest. Genau. Und da hattest du gefragt, ob ich dir ein paar Tipps geben kann und sowas alles. Ja, das Übliche. Ich wollte halt irgendwie nur Kontakt aufnehmen. Ach so. Ja, muss ja irgendwas schreiben, ne? Hallo hat nicht viel Gesprächsstoff, oder? Ja, nee, das stimmt schon. Und dann habe ich deinen Kanal verfolgt, so ein bisschen, ab und zu mal reingeschaut und zugeguckt, wie sich der Frank entwickelt. Ah ja. Und dann hat man mal gefragt, ob Frank irgendwie mitspielen will und sowas alles. Weiß gar nicht, was war das erste Spiel, was wir zusammen gespielt haben? Ich überlege gerade mal. Gute Sache. Ja, das sind so Sachen, ne? Ich glaube, das war Left 4 Dead 2. Ja? Ja. Echt? Oder doch, das kann sein. Doch, ich glaube schon. Du hattest das nämlich halt mal in einem deiner Minecraft-Folgen, als du an dem Turm gearbeitet hattest, an dem Magierturm, nicht Höllenturm, da hattest du das angedeutet. Also hattest du irgendwas mit mir angedeutet, dachte ich, was will er mit mir? Ach so, ja, das außerdem, und dann hattest du mir ja dieses, mal ein Video geschickt, bezüglich meinem noch offenen Contest, oder was ist Contest, aber da warst du ja noch nicht kein Contest, du hast mir erst die Idee zum Contest gebracht. No. Aber, Creeper.
Zombie. Jedenfalls zum Firefighter Sache und Scheiß Creeper, nicht explodieren. Das Spiel, was keiner hinkriegt, was ich aber auch verstehen kann. Genau. Da habe ich gleich dann, das fand ich ziemlich gut gelungen, auch wenn du gefehlt hast. Ach, scheiß Vieh, er explodiert einfach grundlos. Und ja, da habe ich mir gedacht, hey, mit dem kann man noch ein bisschen mehr machen als nur zuschauen. Aber da hatte ich auch noch nicht so viele Abonnenten, dass du mich damals angeschrieben hattest. Also als ich dich angeschrieben hat, das weiß ich noch ganz genau, glaube ich, hattest du so 100 Abonnenten. Also musste es im Dezember gewesen sein, auf jeden Fall. Denn da habe ich meine 100er Grenze erreicht. Dezember 2010, genau. In letzter Zeit läuft es ja schleppend mit dem Abonnenten voran, aber ist ja nicht so schön. Bei dir ist ja... Creeper, du Idiot, du hast mir meinen Samen kaputt gemacht. Hab ich den noch hier? Zack, zack. Und ja, das finde ich bei dir auch zum Beispiel nicht gerechtfertigt, warum auf einmal so wenig, warum du an sich so wenig Abos hast. Ja, also mir ist es eigentlich relativ wurscht. Ich wollte halt Let's Plays machen, um Leute zu unterhalten. Ob das jetzt 50 Leute sind oder ob das jetzt 1000 Leute sind, ist eigentlich nicht wichtig. Mhm. Für mich jetzt Hauptsache, die Leute, die es gucken, die sind unterhalten. Weil ich das eigentlich zur Verfügung stellen möchte. Einfach ein Unterhaltungsmedium für die Menschen. Und das war eigentlich immer so mein Ziel, nie jetzt irgendwie Abos zu kriegen, also viele Abos zu kriegen oder so. Total nobel und selbstlos macht das einfach. Halt, ja, ich will einfach den Menschen ganz simpel einfach eine Freude machen. Ja. Oha, eine Spinne vor meiner Tür. Siehst du, das müsst ihr euch mal wirklich zu Herzen nehmen. Frank will euch allen nur eine Freude machen. Insofern. Ja, also wenn man Let's Play aus der Motivation heraus Abos zu kriegen, glaube ich, dann hat man sehr schnell seine Motivation verloren. Das auf jeden Fall. Und zwar außerdem dauert es ewig. Ich weiß nicht. Wie gesagt, die ersten 100 Abonnenten hatte ich erst nach 4 Monaten. Und wie gesagt, das ist jetzt immer noch nicht so, als würde ich jetzt so rasend vor Abonnenten hier dauernd welche bekommen. Das dauert auch ewig. Ja, man kann es halt nicht beeinflussen. Ich finde auch Leute unnötig, die dann übelst, sich dann, weiß ich, unterhaltsam sein wollen oder sich dann anstrengen bei der, sag ich jetzt mal, Moderation der Videos, dass sie das dann richtig aufpushen und so. Ich meine, das ist ja dann, es ist anstrengend, nicht man selbst zu sein. Das merkt man auch. Finde ich, ist das Ziel an einem selber, wenn man nicht man selbst sein kann. Man kriegt dann halt auch schnell mit, wenn die Leute auch schnell aufgeben, dass die eben nicht ganz den Sinn und Zweck vom Let's Play erkannt haben. Ja. Also, Let's Play dauert nun mal Zeit. Oh, diese scheiß Viecher hier. Und da kann man nichts machen. Da muss man eben die Zeit investieren oder lässt es am besten gleich sein. Wo ich natürlich Let's Plays empfehle, wie du schon meintest, letzte Folge, einfach der Rhetorik halber, kann man das gerne weiterempfehlen, dass man das einfach um zu üben, wie man sich denn artikuliert in der Gesellschaft. Genau, und was ich auch noch einen sehr positiven Aspekt finde, was eigentlich auch mit das Beste an diesem Let's Playen ist oder allgemein aktiv auf YouTube sein, finde ich, dass man auch viele nette Menschen kennenlernt, die man ja so irgendwie gar nicht kennengelernt hätte. Ja, und das finde ich Gleichgesinnte kann man irgendwie bezeichnen. Ja, und das find ich eigentlich mit das Schönste, dass man halt dann mit denen zocken kann und so. Da fällt mir ein, ich weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt, aber wir müssen mal wieder ein Community-Spiel von League of Legends machen, hatte ich auch schon mal gesagt. Ich habe da nicht überlegen, nicht dieses Wochenende, wo ja diese Minecraft-Sache ist, sondern eben nächste Wochenende. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn es sonntags ist, also sonntags mache ich normalerweise nichts. Ja, ich weiß ja, Samstag bist du ja mit Abe unterwegs. Ja. Da ist nicht Abe at home, sondern Abe at Köln. Und da ist da nicht so viel los bei dir. Wenn man da der ist ja auch hier at home, also in Köln.
So viel ja, sei nee, gesagt. Ich würde sagen, Ape-Mobil klingt komisch. Der wohnt nur auf der falschen Rheinseite. Ja, ja, der hat die falsche Seite gewählt, die dunkle Seite des Rheins. Ich dachte, wenn man bei in Köln sagt, dass der vom anderen Ufer ist, dann heißt das was anderes. Ja, auch. Aber das ist dann was Spezielles. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Okay. Ja, dann fangen wir mal an. Ich brauche auf jeden Fall mehr Schafe, deswegen dieses ganze Experiment mit der unterirdischen Tierfarm, weil es echt ein Multiplayer ein bisschen zackt. Und diese Kühe und Schafe und Viecher, die nerven sowas von. Weil vielleicht hast du ja auch Glück und wenn du das unterirdisch gelegt hast, dann spawnen da unten nicht so viele Creeper, wie jetzt da in der Tierfarm. Wird auf jeden Fall sehr ausleuchten. Ja, das muss schon sein, ne? Erstmal, damit das Gras über die ganze Sache wächst und dann. Schafe, friss bitte nicht das Gras, weil ich das hier auf der untersten Ebene ist. Aber wenn du dann so eine. Also, das Gras darunter zu kriegen, ist ja übelst der Aufwand. Aber wenn du dann so eine Spitzhacke hast, mit halt Behutsamkeit, dann kannst du direkt einen Grasblock abbauen. Ja, das weiß ich, aber hier unten sind auch so. Grasblöcke schon. Also, ich habe jetzt auf der Schicht, wo ich die haben möchte, die Tiere, habe ich schon Grasblöcke. Die fressen sie bloß an! Lass die Grasblöcke in Ruhe! Ja, geil, Alter. Hast du unten Gras, freust du dich voll und dann ist er weggefressen. Oh, übelst der Fail. Muss ich noch ein bisschen hier. Darf ich noch nicht komplett alles abbauen von der Stufe, wo ich jetzt gerade das runterbaue, sonst gibt das Gras nicht wieder. So, jetzt kann ich aber glaube ich mal auf den Berg gehen, oder? Wird es jetzt wieder dunkel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass in 3 Minuten die Folge zu Ende ist. Nein! So, also Schäfchen, wollt ihr noch was machen oder lassen wir es für heute? Ich werde auf jeden Fall. Ist mir 3 Minuten Zeit, einen ganzen Turm zu bauen. Jawohl, da krieg ich hin. Habe ich mit Lego auch immer hingekriegt. Lego ist toll. Ja. Das haben wir so hingestellt. Also Lego, wenn ihr Kinder habt und ihnen was geben wollt, gebt ihnen Lego für Kreativität und Logik. Aber gebt kein Playmobil. Oder gebt denen Minecraft. Das könnt ihr später geben, ist fast genauso wie Lego. Bloß umständlicher. Ja, bisschen komplexer. Geht's bei Lego doch ein bisschen schneller, wenn man was bauen möchte. Da gab's ja auch mal so ein paar Let's Play Lego, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es genau die Bezeichnung trägt, aber ich meine, ich habe mal ein paar Videos gesehen, da haben halt welche ein Let's Play von Lego gemacht. So mit Kamera und haben die da was gebaut. Okay. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil ich bin ja so einer, der macht ja einfach mal so verrückte Sachen. Da muss ich echt mal nachgucken. Also die Bezeichnung Let's Play Lego kenne ich ja überhaupt nicht. Da hatte ich eigentlich schon direkt das Bedürfnis, machst du auch. Einfach mal so ein Let's Play Lego mit Ape. Mit Stop-Motion-Kamera, wa? Das ist aber ein bisschen sehr aufwendig. Ach so, das meint. Ja, das wollten wir schon mal, als wir noch gar nicht auf YouTube waren, aktiv waren, das wollten wir einfach schon mal machen. Da waren wir sogar noch in der Realschule. Aber. Ape auch? Ja, wir waren auf derselben Schule. Aber nicht in derselben Klasse. Doch, in derselben Klasse. Hab ich da was verpasst? Ich weiß es nicht. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Aber Ape ist 21. Was? Nee, wie alt ist er? 19? Ja, 19. Und du wirst 18 dieses Jahr. Ja. Ja, er hat halt da, ich glaube, auf dem Gymnasium ist er nicht so gut klargekommen. Und statt dann vom Gymnasium direkt in die nächste Klasse zu wechseln, hat er halt dann noch die Klasse nochmal gemacht an der Realschule. Achso, verstehe. Ja. Interessante. Passiert ja, ne, dass man manchmal so einen Leistungsabfall oder so hat. Ja. Und hier haben wir irgendwie Birkenbaum, keine Ahnung, wie der hinkommt. Ist das von dir eigentlich der Birkenbaum hier? Oder? Alle Birkenbäume hier sind von mir. Ja, also der Wald, Birkenwald. Das ist das da was vor mit den Stämmen, oder? Ja, kaputt schlagen und zu Holzlatten verarbeiten. Achso, ich dachte jetzt direkt irgendwas mit Birkenmustern. Ey, oder das, ich weiß ja noch nicht. Aber gut, Leute, wir machen für heute Schluss jetzt langsam. Und kann man
Hast du überhaupt den letzten Turm, jetzt nochmal einen Turm gebaut in der Zwischenzeit, oder? Ich gucke jetzt gerade mal. Da ist einer, da hinten. Der ist neu. Schon cool. Ja. Kannst ja bald mal einen Turm bauen aus Netherrex, oder wie es heißt. Weiß nicht, ich finde, die sehen nicht so toll aus, zumindest bei mir. Oder dieser Netherstone, den es gibt halt. Ja. Ach, den meinst du? Diese Bricks da, die aussehen wie Bricks. Wenn nicht, aber so sieht's auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Ja, Leute, aber das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Tag von meiner Seite. Ja, von mir immer nur so ein Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.